die Raumfahrt-News in unter 60 Sekunden. Die japanische H3 hat bei ihrem Erstflug versagt. Erste 3D-gedruckte Terran-1-Trägerrakete von Relativity will in die Geschichtsbücher. Ich werde für euch in die Schwerelosigkeit gehen. ESA startet WebTV auf YouTube und ihre Jupiter-Eismond-Mission JUICE steht kurz vor Start. Das Weiße Haus will das NASA-Budget erhöhen. Artemis-1-Untersuchung erlaubt ersten Crewflug mit Artemis 2. Die ISS muss einem kommerziellen Satelliten ausweichen und in China denkt man laut darüber nach, mit 13.000 Satelliten Starlink zu stören, wenn nötig auch aktiv. Das und noch viel mehr mit allen Hintergründen nur auf YouTube in den Senkrechtstarter Raumfahrt-News. Es hat nicht sollen sein. Am Dienstagmorgen, den 7. März, ist der lange erwartete Start der neuen japanischen Trägerrakete H3 gescheitert. Nach einem Versagen des Zweitstufentriebwerks kurz nach der Stufentrennung hat die Bodenkontrolle nach 15 Minuten der Rakete den Befehl zur Selbstzerstörung gegeben. Mehr Details zu diesem Rückschlag gleich in den News und diese Woche dann in einer Technik-Episode über die japanische Raumfahrt, speziell um H2 und H3. SpaceX hat am 9. März mit seiner Falcon 9 40 weitere OneWeb-Internet-Satelliten gestartet. Startplatz war Cape Canaveral. Durch diese dritte und letzte Mission mit dem Starlink-Konkurrenten SpaceX ist OneWeb nur noch einen Start davon entfernt, die erste Ausbaustufe seiner Konstellation zu vollenden. Der nächste Start erfolgt dann mit einer indischen Trägerrakete. Bemerkenswert, im Livestream von SpaceX konnte man sehen, dass an dem Fundament für einen neuen Startturm gearbeitet wird. Aktuell können die Dragon-Raumschiffe ja nur von Pad 39A starten. Hier soll Redundanz geschaffen werden, wohl auch, falls es Probleme durch das Starship-Programm am Pad 39A gibt. Am Donnerstagabend ist von Taichuan eine Langer Marsch 4C mit zwei Erdbeobachtungssatelliten gestartet. Wenn diese News am Sonntagmorgen erscheinen, könnte der zweite Anlauf von Relativity Space geklappt haben. Das Raketen-Startup Relativity Space hat bereits am Mittwoch, den 8. März, versucht, seine 3D-gedruckte Terran 1 das erste Mal zu starten. Ich durfte das Ganze livestreamen und ihr wart 2.500 Senkrechtstarter und habt mitgefiebert, als dann nur 70 Sekunden vor Start abgebrochen wurde. Wenn dich die Terran 1 und Relativity Space mehr interessieren, das aktuell einzige Unternehmen außer SpaceX, das an einer vollständig wiederverwendbaren Trägerrakete arbeitet, unbedingt in meine aktuelle Technik-Episode schauen, verlinke ich dir unter dem Video. Und noch nicht gestartet, aber die Woche angekündigt, Senkrechtstarter wird schwerelos. Richtig gehört. Ich darf die diesjährige Zero-G-Kampagne des DLR begleiten und in 31 Parabeln aus erster Hand erfahren, was Schwerelosigkeit wirklich bedeutet. Hier geht ein ganz, ganz großes Dankeschön an das DLR für diese Möglichkeit. Dazu ein kleiner Aufruf. Ich zahle ja alle Außeneinsätze aus eigener Tasche. Daher versuche ich nun, die 1.500 € Reisekosten in der Community zu sammeln. Wenn auch du das Projekt Mo im Kotzbomber unterstützen möchtest, findest du unter dem Video Möglichkeiten dafür. Vielen, vielen Dank an alle Senkrechtstarter da draußen. Ja, Relativity Space, der zweite Terran 1 Startversuch. Apropos zweiter Versuch, der zweite Start der europäischen Vega C am 20. Dezember 2022 ist ja leider gescheitert. Dazu hat die ESA nun die Ergebnisse des Gutachtens bekannt gegeben. Die unabhängige Untersuchungskommission zum Absturz der Vega C kam zu dem Schluss, dass der Ausfall auf einen Druckverlust im Zephyro 40-Antrieb der zweiten Stufe zurückzuführen war. Das war schon kurz nach dem Start als Problem beschrieben worden. Neu jetzt als Ursache wurde der Düsenhals des Zephyro 40-Motors ausgemacht. Dieser soll stärker als erwartet während des Feuerns der zweiten Stufe erodiert sein. Typischerweise sind diese Düseneinschnürungen der Düsenhals in Raketentriebwerken der größten thermischen Belastung ausgesetzt, der man entweder mit einer starken Kühlung begegnet oder mit einem Material, das dieser Belastung standhält bzw. einem gewissen Verschleiß toleriert. Am Zephyro 40-Motor ist dieser Düsenhals in Carbon-Carbon ausgeführt, das zum Beispiel auch an der Vorderkante des Space Shuttle-Flügels verwendet wurde. Ich hatte schon darüber berichtet, dass die europäische Raumfahrt massiv vom russischen Angriff auf die Ukraine getroffen wurde, unter anderem, weil die Lieferketten der europäischen Raumfahrt bis nach Russland und in die Ukraine reinreichen. Der betroffene Düsenhalseinsatz wurde beispielsweise vom ukrainischen Unternehmen Yuzhnoi hergestellt. Wie der von der ESA nun veröffentlichte Bericht bekannt gab, wurde eine höhere Porosität in diesem Bauteil festgestellt, die man bei früheren Tests nicht entdeckt hatte. Die Untersuchung ergab, dass das Bauteil von Yuzhnoi nicht mehr für die Zephyro 40 verwendet werden kann. Und Avio, der Hauptauftragnehmer für die Vega, kündigte an, stattdessen ein von der Ariane Group hergestelltes Bauteil zu verwenden. Das gab einigen Unmut in der Ukraine, die daraufhin in einem Statement den Untersuchungsbericht scharf kritisierte. So sollen Überlegungen und Vorschläge von ukrainischen Spezialisten, die an der Untersuchung beteiligt waren, nicht berücksichtigt worden seien. Apropos ESA, die Zentralstufe der europäischen Ariane 5 mit ihrem Vulcan-Triebwerk für den Start von JUICE wourde im Integrationsgebäude in Kourou aufgerichtet. Ist meiner Meinung nach eine der wichtigsten Raumfahrtsonden überhaupt.
JUICE soll ja die Eismonde des Jupiters untersuchen, die das aktuelle Top-Ziel sind, wenn es um mögliche Spuren von Leben geht. Ich war vor Ort in Toulouse, um den Zusammenbau von JUICE zu bewundern und mit den Ingenieuren zu sprechen. Meine Episode zu JUICE, die findest du unter dem Video verlinkt. Der Start von JUICE ist für den 13. April geplant und eventuell tut sich gerade eine Möglichkeit auf, dass ich den Start von vor Ort für euch verfolgen kann. Stay tuned. Anlässlich des Internationalen Frauentages gab die australische Raumfahrtagentur bekannt, dass die Australierin Catherine Bennell-Peck als erste in Australien geborene Frau zum Astronautentraining der ESA nach Deutschland reisen wird. Bennell-Peck ist eine Raumfahrtingenieurin und würde nach ihrem Abschluss der Grundausbildung für weitere Missionen zur Internationalen Raumstation zur Verfügung stehen. Sie könnte nach zwei Männern der dritte Mensch mit australischer Staatsbürgerschaft im All werden, wobei Paul Scully Power und Andy Thomas auch die amerikanische Staatsbürgerschaft hatten und NASA-Astronauten waren. Ähnlich übrigens auch bei Bennell-Peck, die zusätzlich zur australischen auch die britische Staatsbürgerschaft hat und also auch die doppelte Staatsbürgerschaft. Doppelte Staatsbürgerschaft, das ist in Deutschland ja eher negativ konnotiert. Ja, wie die Statistik zeigt, aber super hilfreich, wenn du Astronaut werden möchtest. Ja, schließlich können sich ja dann doppelt so viele Politiker mit dir fotografieren lassen. Die ESA hat nach dem Vorbild der NASA ein eigenes Web-TV auf YouTube gestartet. Schaut mal rein, einen Link zum Kanal und Sendeplan verlinke ich euch unter dem Video. Ich bin dort zum Beispiel auf einer Outdoor-Expedition von Alexander Gerst hängen geblieben. Hier ein Shoutout an Mariano aus dem Senkrechtstarter-Rechercheteam, der auf dem Senkrechtstarter-Discord-Server alle ESA-News in Deutsch zusammenfasst und in den Gesamtkontext Raumfahrt einordnet. Vielen, vielen Dank, Mariano, für deine Unterstützung. Hashtag Team Space. Von ESA-TV zu NASA-TV. Wie die NASA jetzt bekannt gegeben hat, wird es am Mittwoch, den 15. März, eine Live-Pressekonferenz im NASA-TV geben. Bei dieser Veranstaltung zusammen mit Axiom Space sollen dann die neuen privat entwickelten Raumanzüge vorgestellt werden, die dann für die Mondlandung benutzt werden. Fehlt ja nur noch Landesystem. Elon und SpaceX, no pressure. Wenn wir beim Artemis-Programm sind, welchen Belastungen die Crews von Artemis ausgesetzt sein werden, das untersucht unter anderem das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Neben dem Test des Gefährts war das Messen der Strahlung auf dem Artemis-1-Flug das wichtigste wissenschaftliche Experiment. Die Strahlungsmesspuppen Soa und Helga sind nun zurück in Köln, nachdem sie mit Artemis 1 um den Mond herumgeflogen sind. Das vom DLR geleitete MARE-Projekt wird ein dreidimensionales Abbild der Strahlenbelastung des weiblichen Körpers während eines Mondflugs liefern. Und diese Daten, die werden auch in irdischen Anwendungen genutzt werden können. Jetzt geht es daran, die über 12.000 passiven Strahlungsdetektoren aus kleinen Kristallen zu analysieren und auszuwerten. Ja, so entsteht dann ein dreidimensionales Abbild des menschlichen Körpers, das genau zeigt, wie hoch die Strahlenbelastung auf Knochen und Organe an den unterschiedlichen Stellen im menschlichen Körper während eines Mondfluges sind. Mein Video über das MARE-Experiment auf Artemis 1 gehört zu einem der beliebtesten auf Senkrechtstarter, verlinke ich dir unter dem Video. Soll ich das DLR vielleicht mal fragen, ob ich nochmal mit dem Projektleiter Thomas Berger ein Interview führen kann? Ja, schreib mir gerne unter dem Video. Auf Artemis 1, da wurde auch Rakete und Raumschiff getestet. Wie auf einer NASA-Pressekonferenz zur Artemis 1-Mission bekannt gegeben wurde, hat man keine Probleme gefunden, die die Artemis 2-Mission mit Crew in Frage stellen könnten. Die Analysen der Daten des SLS, des Orion-Raumschiffs und der Bodensysteme ergaben nur geringfügige Probleme, die alle noch vor Artemis 2 behoben werden können. Das klingt doch sehr gut. Der vielleicht brisanteste Punkt war der unerwartet starke Verschleiß am Hitzeschild der Orion-Kapsel. Man sucht noch nach der Ursache für die Abweichung zu den vorab berechneten Werten, aber da man weit in den Limits war, schien man bei der NASA nicht allzu besorgt. Für uns in Europa ganz spannend, dass man immer noch nicht ganz genau weiß, was zu den etwa 2 Dutzend Auslösungen eines Spannungsbegrenzers im European Service Modul geführt hat. Dessen Hauptauftragnehmer ist der Airbus in Bremen, wo man nun versucht, den Fehler auf der Erde zu rekonstruieren. Sollte das nicht gelingen, könnte der Fehler aber durch die Crew von Artemis 2 manuell behoben werden oder von Controllern am Boden, wie es jetzt bei Artemis 1 gemacht wurde. Der Flug mit Crew von Artemis 2 soll weiter wie geplant Ende November 2024 stattfinden und die Crew soll jetzt am 3. April bekannt gegeben werden. Das ist ja ganz schön spannend. Artemis 2 dann wieder mit dem SLS, das nach dem Artemis 1-Flug einer der wenigen Crew-rated Raketen ist, also für den Transport mit Menschen zugelassen. Da gab es die Woche etwas unfreiwillig Komisches. Boeing ist laut Aviation Week daran interessiert, kommerzielle SLS-Flüge für das Verteidigungsministerium anzubieten. Müssen wir uns nicht weiter darüber unterhalten, SLS und kommerziell, das wird nicht passieren. Bei einem System, das 10-mal so teuer ist wie der aktuelle Marktpreis. Das wird auch keine höhere Startrate signifikant ändern. Und da reden wir noch nicht davon, wo der Marktpreis dann in den nächsten Jahren sein wird.
Das Weiße Haus hat für das nächste Haushaltsjahr 2024 ein NASA-Budget von 27,2 Milliarden Dollar vorgeschlagen. Das entspricht einer Steigerung des NASA-Budgets um 7% gegenüber dem vorherigen Haushaltsjahr. Die NASA soll nach diesem Plan 8,1 Milliarden Dollar für die vollständige Finanzierung der benötigten Systeme für die Artemis-Mondlandung bekommen. Das Weiße Haus fordert weiter auch 2,5 Milliarden Dollar für die Geowissenschaften und 180 Millionen Dollar, um mit der Arbeit an einem Deorbit-Schlepper für die ISS zu beginnen. Besonders wichtig für die Marserkundung, fast 1 Milliarde Dollar soll für die Perseverance-Probenrückführmission bereitgestellt werden. Dem zunehmenden Problem Weltraumschrott soll mit 39 Millionen Dollar begegnet werden. Wie gesagt, Vorschlag des Weißen Hauses, das muss natürlich noch der Senat bewilligen, der auch gern mal Budgetverschiebungen vornimmt, entgegen des Vorschlages aus dem Weißen Haus. Ja, mehr Geld für Raumfahrt. Seit 3 Jahren widme ich mich mit voller Hingabe dem Projekt Senkrechtstarter, um die Faszination für Raumfahrt in den deutschen Sprachraum zu tragen. Doch für eine erfolgreiche Umsetzung benötige ich deine Unterstützung. Indem du meine Inhalte likest und teilst, können wir gemeinsam dazu beitragen, dass die Mission erfolgreicher wird. Mein besonderer Dank gilt den Senkrechtstarter-Schutzengeln, die es mir durch ihre regelmäßigen Spenden ermöglichen, Woche für Woche komplexe Technologien und Neuigkeiten aus der Welt der Raumfahrt zu präsentieren. Wenn auch du das Projekt Senkrechtstarter finanziell unterstützen möchtest, findest du in der Videobeschreibung einen Link zum Senkrechtstarter Patreon oder der YouTube-Kanalmitgliedschaft. Als kleines Dankeschön gibt es ja alle meine Videos vorab und ohne Werbung. Ich hatte es eben gesagt, die NASA soll unter anderem Geld dafür bekommen, die ISS kontrolliert zu entsorgen. Immerhin das größte menschengemachte Objekt außerhalb der Erde. Noch wird sie aber erfolgreich betrieben. Allerdings nicht nur Weltraumschrott bedroht die internationale Raumstation. Am 6. März wurde ihre Umlaufbahn angepasst, um einer Annäherung durch einen von Satellogic betriebenen argentinischen Erdbeobachtungssatelliten NuSat-17 zu entgehen. Wie Jonathan McDowell auf Twitter verdeutlichte, wird es langsam eng und eine Reihe von Satellitenkonstellationen sind dabei, die Umlaufbahn der ISS zu kreuzen. Am Dienstagmorgen, den 7. März, hat Mitsubishi Heavy Industries erneut versucht, seine nagelneue H3-Rakete für die JAXA auf ihren Jungfernflug zu schicken. Die Rakete musste, wie anfangs erwähnt, gesprengt werden, wobei bemerkenswerterweise die neuen Booster und vor allem die neue Erststufentriebwerke tadellos funktionierten. Brisant, dass auf diesem Erstflug ein 40 Milliarden Yen teurer Erdbeobachtungssatellit an Bord war. Das sind knapp 280 Millionen Euro. Teurer Satellit auf dem Erstflug, da werden bei mir Erinnerungen an den ersten Ariane 5 Start wach. Hier jetzt in Japan trat ja der Fehler, wie eben beschrieben, erst nach der Stufentrennung auf, als es nicht gelang, die zweite Stufe zu zünden. Die offiziellen Statements auf Englisch sind aktuell noch eher dürftig, aber im asiatischen Space Twitter findet man viele Übersetzungen und Hinweise. So sollen sich die Hauptventile im Triebwerk der zweiten Stufe auch nach einem Befehl der Triebwerksteuerung nicht geöffnet haben, was auf einen Fehler der Flugsteuerung, des Hauptventils oder der Verkabelung hindeutet. Das LE-5B-Triebwerk der zweiten Stufe ist in unterschiedlichen Versionen seit Jahrzehnten in der japanischen Raumfahrt im Einsatz und ein Fehler hier hätte ich nicht vorab als sehr wahrscheinlichen Fehler des Jungfernflugs angeführt. Steile These? Ja, vielleicht ist ja genau das der Punkt. Bei neuen Sachen schaut man auch doch noch mal ein zweites Mal hin, ob alles passt, während bei Sachen, die etabliert sind, vielleicht nicht ganz. Wie auch immer, die H3 ist enorm wichtig für die japanische Raumfahrt. Die japanische JAXA und Mitsubishi Heavy Industries haben etwa 1,5 Milliarden Euro in die Entwicklung der neuen Rakete investiert. Wie in der europäischen Raumfahrt geht es um den unabhängigen Zugang ins All. Japanische Raumfahrt, H3 im Detail, das ist das Thema der kommenden Technik-Episode. Freut euch schon mal drauf. Kommen wir indirekt zu SpaceX. Wie heise.de diese Woche berichtet hat, plant eine Forschungseinrichtung des chinesischen Militärs, eine eigene Megakonstellation aus 13.000 Satelliten namens GW zu starten, um eine Alternative zu Starlink aufzubauen und um die Technologie von SpaceX auch aktiv stören zu können. Die chinesischen Satelliten könnten in Bahnebenen platziert werden, die SpaceX noch nicht besetzt hat. Die Studie betont die strategische Bedeutung des Satelliteninternets für China und die Sorge, dass Starlink zu viele Satellitenorbits in der Erdumlaufbahn besetzt und andere Nutzungsmöglichkeiten verhindert. In der Studie wird außerdem befürchtet, dass die Starlink-Satelliten aktiv andere Satelliten stören oder zerstören könnten und dass sie vom US-Verteidigungsministerium koordiniert werden könnten, um den Weltraum zu überwachen. Die Forscher schlagen laut heise vor, dass China sich mit anderen Staaten in einer Anti-Starlink-Allianz zusammentut, um genauere Bahndaten von SpaceX zu verlangen. Starlink hat militärisch enormen Nutzen, das sehen wir auch in der Ukraine. Obwohl der Einsatz in der Ukraine zu einem enormen Popularitätsschub von Starlink geführt hat, rudert SpaceX beim Thema militärischen Nutzen aktuell zurück. 13.000 chinesische Satelliten, um es mit Starlink aufzunehmen, das ist schon eine Ansage. Näher dran sind aber die Starts der kommenden Woche.
Wenn die News am Sonntagmorgen des 12. März erscheinen, sollte Rocket Lab seine Electron von Wallops bereits gestartet haben. An Bord zwei Capella Space Radar Erdbeobachtungssatelliten für einen 600 Kilometer Orbit. Am Montag, den 13. März, soll eine Proton-M von Kasachstan aus einen geheimen russischen Militärsatelliten in einen geostationären Orbit starten. Auch am Montag soll in China von Jinquan aus eine Langer Marsch 2D starten, nutzt das ist mir leider nicht bekannt. Wenn alles glatt läuft, wird am Mittwoch, den 15. März, eine Falcon 9 mit Cargo Dragon zur ISS aufbrechen. Mit dabei drei Experimente der CASAT-Studentengruppe an der Universität Stuttgart. Mit den Jungs und Mädels mache ich einen Livestream und lasse mir ihre Experimente erklären. Auch am Mittwoch soll um 19.18 Uhr MEZ von der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien eine weitere Ladung SpaceX Starlink-Satelliten gen Orbit aufbrechen. Die Senkrechtstarterwoche beenden wird SpaceX mit einem Doppelstart der Kommunikationssatelliten SES 18 und 19 von der Cape Canaveral Space Force Station. Geplante Startzeit ist 1.35 Uhr MEZ. Dir hat's wieder gefallen? Like nicht vergessen. Du bist neu hier und willst weitere Neuigkeiten aus der Raumfahrt nicht länger verpassen? Ja, dann unbedingt hier Senkrechtstarter abonnieren. Denn auf Senkrechtstarter gibt's ja jede Woche mit den News die Neuigkeiten aus der Raumfahrt und mit den Technik-Episoden beeindruckende Fakten und spannende Technik aus der Raumfahrt. Ein Video, das dich interessieren könnte, das verlinke ich dir hier. Und die Technik-Episode von dieser Woche, die findest du hier. Ich kann es kaum erwarten, dass wir die nächsten großen Sprünge da draußen unternehmen. Unser persönlicher Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mauer.